Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Fernbus-Simulator Europe Edition. Wir behalten heute uns mal die Stadt Zürich angucken. Wie gereist denn in die Schweiz? Da, wo ich in knapp drei Monaten, ziemlich genau 3 Monaten wieder bin. Also heute auf dem Tag genau. Ich reise am 25.08. reise ich für 4, 5 Tage. Glück fragt das in dieser zurück nach Zürich. Da freue ich mich auch schon übelst drauf. Aber wir werden es heute ein bisschen virtuell machen. Wir reisen heute nämlich virtuell nach Zürich. Ja. So. Realistisch gesehen, Spiel starten. Oh, Neoplan. Sehr schön. BB40, okay. Viele Busse haben wir gar nicht, ne? Neoplan Skyliner. Ach, das ist hier der BB. Okay. BB40, Neoplan Skyliner und MAN. Also fast nur MAN-Busse. Wir können auch einen CMC, wir können auch ODL und wir können noch einen Scania irgendwann kaufen. Aber ich werde jetzt nur mit dem Bus. Ich werde jetzt tatsächlich keine Dings kaufen. Keine Busse kaufen. Zumindest erstmal noch nicht. Das Spiel kostet ca. 40 Euro, ist für die PlayStation 5 durchaus erhältlich. Dafür habe ich es mir auch gekauft. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit Zürich aussieht. Ist ja 4. Okay. Die lila Kuh ist eine Lüge. Wer weiß es? Jo, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Fernbus-Simulator. Wir gucken heute uns mal die Stadt Zürich an. Wir sind jetzt also in der Schweiz. Wir haben zwar Leipziger Kennzeichen, warum auch immer, weil eigentlich haben wir es jetzt mal so angeguckt. Wir fahren mal rüber. Kurz, aber ein paar Dinge erkennen. Bei Zürich bin ich mir tatsächlich nicht zu 100% sicher, wie die Stadt aufgebaut ist. Seht es mir bitte gerade nach, dass ich Dinge nicht erkenne und euch alle von ihm zeigen kann, wie sie aussehen. Ich möchte es einfach nochmal gerade virtuell machen. Ich werde das Video wahrscheinlich einer Freundin aus der Schweiz schicken, ob sie da das, ob sie mal nochmal gucken kann, ob sie Dinge erkennt. Und werde euch das dann hoffentlich mal so ein bisschen näher bringen. Aber wie gesagt, jetzt lassen wir noch nicht. Ich versuche Dinge wieder zu erkennen. Wie gesagt, wenn ihr schon mal da wart und auch Dinge versucht zu erkennen. Wie gesagt, das letzte Mal war bei mir 2019, glaube ich, vor Corona. Vor Corona, ja, Oktober 2019 war ich das letzte Mal da unten. Ist schon eine Weile her. Wir sind jetzt bei Jahre 2023, also sprich 4 Jahre. Wie gesagt, ich bin jetzt so lange wieder das erste Mal da und jetzt sind wir zumindest mal virtuell da. So. So, dann nehmen wir das mal auf 5. Nehmen wir das mal. Ah, cool. So, das, der Kader. Ich stelle mal die Klimaanlage auf 18, weil dann meckert er wieder. Zu, ne? Oder? Ja, die wäre offen. Die wäre offen tatsächlich, die Tür. Hier. So, Tür. So. Und auf geht's. Klar, lohnt sich das ganze Ding erst wahrscheinlich irgendwann mal in der Karriere. Ich hoffe, dass ich überhaupt richtig bin. Möchte gerade mal zum Hauptbahnhof. Ich hätte mir Luzern mal gucken. Luzern, da kenne ich tatsächlich den Hauptbahnhof. Gut, Zürich kenne ich ja tatsächlich nur so ein bisschen Umgebung und Flughafen. Wegen den ganzen Hotels. Ich bin damals halt genau, im Sommer 2019 bin ich geflogen, genau. Mit meiner damaligen Freundin, ja. Sind vielleicht außerhalb? Wie sind wir zur Hölle? Wenn ich hier rechts wieder rein muss? Sehen wir doch irgendwo auf der Stadtautobahn oder was auch immer?
Wie sagt man mal, so ist mir gerade ein bisschen nach, dass ich Dinge versuche, dass ich mich versuche zu orientieren, Dinge versuche wiederzuerkennen. So ist es eigentlich richtig. Nochmal, ich will das Video auf jeden Fall einer Freundin von mir schicken, die wirklich da unten in der Gegend wohnt, die sich ein bisschen besser auskennt. Weil ich gerade zugeben muss, dass ich nicht wirklich Dinge erkenne. Ist eine Weile her, weil ich jetzt mal da war, ja. Wow, ich bin gerade abgehoben, Leute. Oh Gott. Ich will gerade einfach nur wissen, wo wir sind. Also tatsächlich, die Kennzeichen passen schon mal. ZH ist das Stück für Kanton Zürich und eine fünfstellige Zahl, so eine sechsstellige Zahl ist es dann, glaube ich. Fernreisebahnhof. Und hier ist die ICE-Bahnhof, okay. Okay, hier stehen wir, fährt ihr dann irgendwann auch mal. Und ja, tatsächlich, ich habe auch den Twin Simulator 3 auf der PlayStation 5. Den werden wir wahrscheinlich auch dann irgendwann mal spielen. Aber jetzt nicht. Jetzt möchte ich mich immer ein bisschen hier der Bus, einem Bus-Simulator widmen. Also wir bringen ein bisschen Abwechslung rein. Wir wissen es halt noch nicht. Ich muss mal gucken, wie es macht. Aber bei dem Train World Sim, wie auch immer, ist das teuerste Spiel überhaupt. Nicht wegen der Anschaffung, sondern mit allen DLCs und allem drum und dran kostet das Ding über 16.000 Euro. Das habe ich immer mal gelesen tatsächlich. Ich möchte mich nur gerade ein bisschen, wie gesagt, orientieren. Ich wollte mal kurz was trinken. Es sind aber auch keine Straßenschilder, dass ich mal mich ein bisschen orientieren kann. Und ja, wenn man tatsächlich mal eine Karriere mal in die Schweiz fahren sollte, dann müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier durchaus viele Blitzer stehen und in der Schweiz geblitzt zu werden ist teuer. Das ist scheiße teuer, weil die Schweizer, die berechnen ja nicht wie wir in Deutschland mit der Toleranz, nein, bei den Schweizer müssen tatsächlich ab dem 1 km/h schnell geblitzt worden. Ab dem 1 km/h, wenn du zu 1 km/h zu schnell geblitzt wirst, bezahlst du dich. Schon dumm und dämlich. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe auch keinen Anhaltspunkt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Weil ich auch kein Dings finde. Ich finde kein... Also wenn ich mal zum Beispiel Stadion oder so sehen würde, ich kenne das Stadion von Zürich, ich kenne so ein bisschen die Umgebung. Wie gesagt, nochmal, so 4 Jahre her, als ich da war. Oder zumindest mal ein Ortseingangsschild oder was auch immer. Das würde schon wieder ein bisschen was ausmachen. Also wenn ich weiß, wo ich runterkomme von der Autobahn von Deutschland aus, dann weiß ich auch zumindest ein bisschen was, kenne ich ein bisschen aus, ja. Aber jetzt so zu 100%? Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Wir fahren wieder raus. Ja, das könnte aber die Autobahn in Richtung Richtung Dings sein. Doch, wieder Richtung Grimse zurück? Das kann ich mich dran erinnern. Es gibt 4 Berge, ja, natürlich, klar. Alter! Du Sack, Alter! Hast dich jetzt mal in dem Moment doch... Na gut, hat sich umentschieden, ne? Also geradeaus können wir nicht.
kann man nämlich lesen, ne? Fußballplatz? So. Ich hab keine Ahnung, ich hab... Nochmal, ich weiß nicht, wo ich bin. Also ich hab schon ein bisschen was gehört. Dass man Dinge wiedererkennen kann, ja. Aber da ich auch, da bin ich wahrscheinlich unten am Boot, die Kurve ist links wahrscheinlich übergefahren. Statt rechts. Ich versuche jetzt gerade so ein bisschen wieder reinzukommen in die Stadt. Kann ich wohl zurücksetzen? Wieder zurück zum Depot. Zahlen durch Regen. Spiel. Ich habe jetzt ein bisschen gehofft, dass ich vielleicht mal irgendwie wieder mich reinsetzen kann oder was auch immer. Mich so ein bisschen dass ich mich mal wieder in die Stadt zurückbringen kann. Das ist also, wenn man jetzt wieder in der Stadt bisschen zurück, aber ich habe ja das Problem, dass es keine Straßenschilder gibt. Dass ich mich da nicht dann orientieren kann. Wie gesagt, nochmal, ich kenne es jetzt nicht so. Also Zürich ist normalerweise viel größer und belebter. Die Berge sind, glaube ich, auch nicht so nah. Hier waren wir schon mal. Boah. Könnt ihr mal aufhören, so schnell zu fahren? Halt die Fresse. Okay, Aargau. Geh weg. So, ich möchte mich jetzt hier nur ein bisschen reinfinden. Oh oh. Ich höre. Ich glaube, hier sind wir schon mal gewesen gerade. Jetzt habe ich gerade hergekommen. Wir sind jetzt wieder im Kreis unterwegs. Genau, sehen wir auch, ja. Nee, also, puh. Ich habe noch nicht mal eine Idee. Er hatte letzte Folge schon in Leipzig gereicht, dass ich da ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Dinge wieder zu erkennen. Und hier ist es ja noch schlimmer. Ja, warte mal. Ja, nochmal, sorry, ich fahre ja natürlich jetzt hier wieder gesetzliche Henker. Das wird in der Karriere wieder anders für. Okay. Da sind wir gekommen, das heißt, wir müssen wieder hier raus. Guck mal, den LKW, den haben wir gerade vor uns. Kommen wir nicht weiter, jetzt fahren wir mal geradeaus. Nee, warte mal, wir sind gerade von hier gekommen. Ja, hier ist wieder der Fußballplatz. Oh, du fährst ja gefühlt nur im Kreis. Aua. War was? Aber wir sind doch wirklich hier nach links gefahren, jetzt fahren wir hier geradeaus wieder. Nee, also, sorry, ich habe übelste Schwierigkeiten, mich zu orientieren. Ich weiß 0,0, wo wir sind. Wir kommen mit gerade gefühlt aus der Spirale nicht mehr raus. Aua. Ich glaube, ich häng fest. Scheiße.
Ich hänge fest. Scheiße. Kann ich mich durchsetzen? Aua. Ich hänge gerade hier so mit Hause, wie man raus ist, denn immer. Oh, Alter. Ich helfe. Ich bin gerade raus aus der Nummer. Ja. Ja gut, also wie gesagt nochmal, ich hätte wahrscheinlich an der Linksnummer links fahren müssen. An der Ampel. Also wie gesagt, ich habe in Zürich nicht allzu viel erkannt. Aber wie gesagt, wir sind auch scheiße gefahren. Muss ich zugeben. Muss ich zugeben. So, nochmal. Freie Fahrt, ja, bitte. Ich möchte nochmal reingucken. Weiter. Realistisch. Ich möchte nur mal ganz kurz noch mal reingucken, aber ich will, eigentlich sollte feststellen, der Fahrzeug überschlagen ist oder der Fahrzeug zurückgesetzt. Wie? Wie kann ich das? Wahrscheinlich für Startsperre, oder? Ich war aber komplett im Modus gerade drin. Oh, im Regen. Und nochmal, wir spielen die PlayStation 5 Edition. Aber ich könnte mal jetzt sagen, ich fahre nämlich nicht rechts, sondern links. Das heißt, ich muss auch ganz kurz in meinen Bus zurück. Okay, so könnte man theoretisch mal so ein bisschen gucken und es einstellen. Aber es ist schon mal gut, dass wir den Spiegel zumindest drin haben. Die an der Seite. Das ist eigentlich okay. Weil sonst sehe ich nämlich nichts. X war das. So. Cool, gucken wir uns mal jetzt gerade hier links um. Also wie gesagt, da kann immer mal wieder ein bisschen länger dauern. Seht es mir nach. Nächste Folge fahren wir nach Köln und dann geht's in die Karrieremodus. Vorhin ziemlich bei Regen. Hier waren wir eben schon, also nämlich der Bahnhof. Sieht der genauso aus? Glaube ja nicht. Fresse. Ist jetzt eh wurscht. Also ich bin hier gerade mit 80 in der Schweiz geblitzt worden. Ich glaube, der Lappen wäre schon weg. Ich glaube, die Toleranz ist, glaube ich, ab 20 oder 15 oder so. Da ist der Führerschein nämlich weg. Und das Auto übrigens gleich mit, ne? Boah. Nee, ich wäre einmal am Bahnhof gewesen, den hast du nicht zu 100% wiedererkannt. Vor allem ohne Straßenschilder, das ist echt schwierig. Sich in einer fremden Stadt zu orientieren.
Liebe Schweizer, erkennt ihr was wieder? Oder liebe Zürcher? Nein, es heißt nicht Züricher, es heißt Zürcher. Bis vorher jetzt wieder irgendwer meckert, warum ich so ausspreche. Es heißt wirklich so. Erkennt ihr irgendwas wieder? Dann fahren wir hier rechts bitte. Im LKW kommen wir hinterher. Susi. Casino. Boah, ist ja schwierig. Ich würde euch, ich würde es fast wetten, dass es nicht so aussieht hier. Was ist denn das hier links vom Gebäude? Weißt du das hier mal? Das ist das Stadion. Nee, es ist nicht das Stadion, oder? Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich der Hauptbahnhof. Den Blitz habe ich eben schon mitgenommen. Ich will mal ganz kurz was gucken. Ich weiß, dass ich hier scheiße stehe. Ist mir auch relativ egal. Ich möchte mir gerade mal ganz kurz in der Vorne angucken. Kann ich springen? Kann ich klettern? Ich würde da so gerne mal rein. Ah, kann ich. Kein Kommentar. Kein Kommentar gerade dazu. Die Züge sind auch nur lieblos hingeklatscht. Finde ich ein bisschen schade. Und was ich noch beschissener finde, ist keine Gleise. Die stehen einfach nur so. Gut, das ist ein Fernbus-Simulator und kein Fernzug-Simulator. Kann ich schneller laufen? Okay, das war jetzt eigentlich nur durch Zufall, dass ich tatsächlich es geschafft habe, mich zurückzusetzen. Und zwar mit dem mit dem linken Stick. Dass ich den von der Brücke muss. Aber wie gesagt, mir tut es gerade schon extrem weh in den Augen. Also ich mag die Stadt Zürich wirklich gerne und das sieht aber definitiv nicht so aus. Ja, Zürich ist deutlich größer und lebhafter. Und das hier ist. Ach, traurig, mau. Aber wie gesagt, es ist ein Simulator. Ja. Das Spiel kostet 40 Euro. Ja. Aber man hätte doch durchaus ein bisschen mehr Details erwarten können, gerade in der Stadt. Wie gesagt, mir hat Leipzig schon so ein bisschen gereicht. Das war mir klar, dass ich da nicht die große Liebe erwarten kann. Aber, was ich gut finde, in diesem DVD-Kiosk, in diesem DVD-Ding, Maxum. Ja gut, das ist hier nur so ein bisschen. Vor allen Dingen, nochmal, wir sind in der Schweiz, wir sind in Zürich und ja, die Domain, die Endung DE. Nur so gerade nebenbei. Und ich glaube auch nicht, dass die Züge fahren. Vor allem, wie gesagt, wir haben keine Gleise. Hier sind keine Gleise drin. Warum? Aber ich glaube, der Bahnhof, der sah ähnlich aus.
wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich glaube, der war, ich war einmal, ich bin einmal mit dem Zug in der Schweiz gefahren. So, zweimal sogar. Einmal damals vom Hotel zum Flughafen. Vom Hotel, genau, vom Hotel zum Flughafen. Das war meine erste Fahrt 2017. Und ich glaube 2018 oder 2019. Naja, gut. Das sollte Zürich gewesen sein. Wir sehen uns nächste Folge in Köln. Und ja, mal gucken, was es dann da so gibt. Jo. Also wie gesagt, ich bin schon ein bisschen enttäuscht. Man hat nicht wirklich allzu viel wiedererkannt. Wie gesagt, vielleicht das eine oder andere. Ja, der Hauptbahnhof meine ich, der sah ähnlich aus. In Leipzig war es natürlich ein bisschen gestaucht. Aber hier in Zürich, ja gut, okay, wahrscheinlich. Gut, nächste Folge sehen wir uns in Köln. Bis dann.